Stell mal auf groß das Bild, mal schauen, wie das aussieht, wenn wir zwei mit Kamera und Ton dabei sind. Ob sich das dann teilt, ob wir beide drauf sind, würde mich freuen, Juan, wenn auch du das gleich möglich machen kannst. Der Juan, der lenkt nämlich den Support heute. Ich weiß nicht, Juan, hast du die Zeit, jetzt hier mit einzusteigen? Ja, ich hoffe, ihr könnt mich mal hören schon mal. Perfekt, ich versuche mal Ausgezeichnet. die Kamera zu starten. Ja, Hey, so langsam rein. geht's los. Einen Wollen wir uns mal einen wunderschönen guten Schulterklopfer Abend. geben? Hallo zusammen. Freut mich ganz, ganz arg, heute mit euch hier zusammen sein. Und nochmal an dich auch vielen Dank, Andreas. Du machst einen fantastischen Job. Und ich muss auch wirklich sagen, die Bilder haben gerade ganz schöne Erinnerungen in mich geweckt, als du bei uns warst. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Also fantastisch und ich bin richtig begeistert auch von euch heute Abend. Ich denke, die Besucherzahl, wir sind gerade bei 44, wird sich gleich hochpushen. Es geht gerade schon die Runde, dass wir live sind. Also ich denke mal, da wird sich gleich was tun. Auf jeden Fall ist es auch gut mit den 44 Leuten, wie du gesagt hast, ist ein super, mega, mega Start und macht mich auch richtig stolz, bei euch heute hier zu sein. So, jetzt fangen wir am besten mal an. Andreas, du hast einige Fragen für mich natürlich. Und ich denke, ich für heute auch mal das Wichtigste, damit ihr uns mal kennenlernt, damit ihr Karatbas kennenlernt, was dahinter steckt, wie alles kam, wo wir heute stehen und was natürlich hingeht. Und ich weiß, Andreas, du warst fleißig. Dann denke ich, fangen wir mal an. Ja, Stellen wir gerne. mal die ersten Fragen und dann können wir auch schon Vollgas geben. Was natürlich alle am brennendsten interessiert ist, es sind ja schon so viele Firmen in diesen Branchen, in diesem Wirtschaftszweig gekommen, gegangen, gekommen, große Visionen. Erzähl doch bitte mal was über die Historie. Wie kam es zu der Gründung dieses Unternehmens? Wann war das? Wie lange seid ihr auf dem Markt? Vielleicht auch bitte ein paar Zahlen, Umsatz und auch Personal. Ja, ich glaube, du weißt, was die Menschen um uns herum hören möchten. Bitte, Juan. Ja, also ich kann mal anfangen, wie es angefangen hat. Auf jeden Fall. Es ging natürlich mit der Krise in 2008 los. Harald Seitz kam ja aus der Finanzbranche und er hat in Deutschland ein Goldgeschäft kennengelernt. Und die haben da auch Goldsparverträge verkauft. Und wie du schon gesagt hast, es war leider keine seriöse Firma. Aber er hat Gas gegeben, er hat Vollgas gemacht und hat innerhalb kürzester Zeit die höchste Position im Marketingplan dort erreicht. Und die hieß da ganz einfach Mitglied der Geschäftsführung. Das war die höchste Position. Ja, mehr nicht. Dies wurde allerdings gerade in Deutschland von einigen Pseudo-Seiten, wie man so schön sagen möchte, das sind nämlich Pseudo-Seiten, das ist oft so. Und ich frage mich da oft, wieso manche Menschen sich im Internet immer gerne an Kommentaren beteiligen, an Diskussionen beteiligen, aber niemals nachschauen, was steckt eigentlich dahinter. Weil genau diese Pseudo-Seite hängt uns noch heute nach und man kann es heute noch finden. Wenn man mal einmal zum Beispiel schaut, einfach ins Impressum, dann schaut man, dass da gar niemand drin steht oder irgendwo in Panama gemeldet sind oder irgendwas und alles verschleiert und verdeckt ist. Also Sinn war es von solchen Seiten natürlich ein Bullshit zu verbreiten. Wir wurden dabei erpresst und das weiß man ja auch, der Geschäftsführer dieser Seiten sitzt mittlerweile in Haft. Es waren viele Anzeigen gegen ihn, der hat es gern gemacht, MLM-Firmen angeschrieben, schlechte Berichte geschrieben und eben dann Geld erpresst und gesagt, wir machen das raus, wenn er bezahlt. Und so hat es dann Gomopa übernommen, etc., etc., was natürlich alles Humbug ist. Uns gibt es jetzt seit 2011 in Deutschland, in Stuttgart ansässig schon immer. Und glaubt mir, wir haben alle Prüfungen, die es gibt, durchstanden. Gerade jetzt, wieder ganz aktuell im November, als die ersten Informationen kamen von Karat Bank, da könnt ihr euch mal vorstellen, da hat die BaFin natürlich einen riesen Alarm geschlagen und hat erstmal ein Fragenkatalog geschickt über 320 Seiten. Man muss sich das mal vorstellen. Alles, sie wollten alles wissen. Die kamen ins Haus über Karat Pay, Cash Gold. Was ist das? Was machen wir da? Karat Bank natürlich. Man darf in Deutschland nicht einfach Karat Bank heißen. Aber da wir ja die Karat Bank in Singapur gegründet haben und auch dort eine reelle Banklizenz besitzen, das Office aber leider noch nicht besetzt ist, die BaFin hat sich mit Singapur in Kontakt gesetzt, hat gesagt, das ist noch ein Briefkasten-Office, wie man schön sagen will, ist ja noch nicht eröffnet. Deshalb hätten Sie es gern, dass wir den Namen tauschen. Und deshalb heißen wir jetzt karatgold.io im Thema mit dem Coin. Also, der Laden ist nicht zu, auch jetzt nach 7 Jahren nicht. Und glaub mir es, wenn die was finden würden, dann wären wir schon längst weg.
So einfach ist das, ja. Also. Wann habt ihr denn vor, ungefähr, ich glaube, mich interessiert es brennend, Singapur zu eröffnen? Nächstes Jahr, nächstes Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre? Das kommt jetzt dieses Jahr, das wird jetzt Schritt für Schritt, in den nächsten Tagen geht es da schon vorwärts. Ich kann euch sagen, was ihr jetzt da auch plant. Ihr habt ja selber seine Announcement in Facebook gesehen. Also wir haben ja jetzt auch eine Beteiligung an der Goldmine in Papua-Neuguinea. Das ist also sehr ernst. Denn Harald Zeitz hat ja in den letzten 7 Jahren viel erreicht. Und ich möchte euch auch kurz mal sagen, wie das überhaupt alles zustande kam. Denn Harald Zeitz hat nicht nur die Karatbars international erfolgreich aufgebaut. Wir haben mit der Karatbars 150 Millionen Umsatz gemacht, wurden dafür von der Kreditreform mit AAA eingestuft. Das haben nur 2,6% aller Firmen in Deutschland. Das Zertifikat hat man vorhin gesehen, wo wir saßen, weißt du, wo du das Foto gemacht hast, da hinten hängen die Zertifikate. Wenn ihr alle mal nach Stuttgart kommt, könnt ihr das auch sehen. Und dadurch ist natürlich Harald Zeitz mit dem BWA in Verbindung gekommen, also Bundesministerium für wirtschaftliche Außeninteressen, so nennt sich das. Das wird angeführt von Joschka Fischer, ja, wie ist ja Ex-Außenminister. Und er hat dann Harald Zeitz und unser Unternehmen, übrigens das erste MLM-Unternehmen in Deutschland, dann hat Harald Zeitz zum Senator ernannt. Da kannst du nur ernannt werden, da kannst du dich nicht bewerben, sonst was, du wirst dazu ernannt. Und Harald ist dann auch, hat die Senatorschaft angenommen, ist nach Berlin gefahren und jetzt mittlerweile halt viele Reisen mit China, weil jetzt kümmern sie sich gerade um bessere Relationen mit China. Und Harald hilft da jetzt natürlich auch, fliegt damit rüber mit den ganzen Senatoren. Buchautor, du hast es gesehen, also viel erreicht. Jetzt kommt das zweite Buch. Ich kann euch gleich verraten, es wird auch eine Doku jetzt geben. Die wird bald in Belgien, also die nächsten 3-4 Wochen werden hier so interessant werden. Das wird bald sogar auf Amazon Prime zu finden sein. Ich kann es jetzt schon verraten, in Anführungszeichen. Ja, bitte nicht weitergeben, bitte nicht schreiben jetzt in den Social Media, wir kommen auf Amazon Prime oder sonst was. Lasst euch überraschen, es kommen wirklich sehr, sehr viele Dinge in Apple Video, weil wir es finden, etc., etc. Super. Ich habe mir was notiert. Wir wollen natürlich noch wissen, wie viele Kunden und Partner gibt es weltweit insgesamt? Wie viel davon hast du aufgebaut? Und wie bist du gestartet eigentlich? Und wann bist du gestartet? Okay, fangen wir an. Wie viel haben wir jetzt? Wir sind knapp jetzt über 500.000 registrierte Affiliates. Davon sind 478.000, schlag mich tot, in meinem Team. So, wie ich das gestartet habe? Ja, war natürlich am Anfang schwierig. Ja, es war ja eine Vision, die wir am Anfang verkauft haben. Da war ja noch nichts da. Und ich muss sagen, Gott sei Dank war ich da schon in Kontakt mit 3-4 amerikanischen Leaders, die Gott sei Dank heute auch noch bei uns sind. Übrigens, alles durchweg Frauen. Ja, 2-3 Männer, die dabei waren, die auch heute noch dabei sind, außer mein bester Mann Boomer, der ist leider verstorben vor 3 Jahren an Weihnachten, das werde ich nie vergessen. Dieser Mann war eine Koryphäe, der hat uns ganz Amerika mit aufgebaut, zusammen mit den Mädels. Und dann habe ich erstmal mich auf die Amerika-Linie konzentriert und ich habe zu der Zeit einfach 3-4 Webinare am Tag gefahren. Da hilft mir natürlich, dass ich mehrsprachig bin. Ich spreche also fließend Englisch, Spanisch und Deutsch. Tschechisch, ich lebe hier in Tschechien, weil ich durch Karatbars auch meine große Liebe gefunden habe, etc., etc. Ich könnte ein Buch schreiben, auch wie Harald Zeitz, was mir hier alles widerfahren ist. Und das ist natürlich mein Vorteil, dass ich mehrsprachig bin und habe dann gleich angefangen, 4-5 Webinare am Tag zu fahren. Und ihr müsst euch vorstellen, das spanische Webinar und südamerikanische Webinar war dann immer abends ab 10. Und immer nach dem Webinar nehme ich mir die Zeit und habe mir die Zeit genommen, 3-Way-Calls zu machen über Skype. Denn eins wissen wir auch ganz klar, wir sind mehr oder minder alles Vertriebler. Ich denke, hier sind auch ganz viele Vertriebler heute Abend anwesend. Und wir verkaufen hier nicht irgendeine Firma oder irgendein Produkt. Man verkauft immer sich selbst und das ist immer das Thema. Und deshalb sind die 3-Way-Calls für mich immer sehr, sehr wichtig, um das Vertrauen bilden, aufzubauen. Und also man kann, was ich auch jetzt festgestellt habe in den letzten 7 Jahren, ich habe viele Affiliates, die haben ein reines, ja, elektronisches System, ja, wie man es kennt momentan, wo so viele immer darauf abfahren, ihr müsst nur anmelden, passiert dann, alles geht automatisch, ihr müsst gar nichts tun, sowas funktioniert nie.
Das hat sich jetzt auch wieder bewiesen. Ich habe Partner, die haben über elektronische Systeme über 8000 direkte Partner hinzugefügt, aber es entsteht keine Duplikation, auch keine Käufe, weil sie sich nicht darum kümmern. Denn man verkauft immer sich selbst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, so wie du es ja auch machst. Andreas, guck mal, du bist heute da, du zeigst dein Gesicht, du setzt dich mit den Leuten ein, du telefonierst mit denen über Skype und nur so funktioniert's. Vielen Dank, Juan. Ich werde mal an der Stelle eines der wichtigsten Fragen stellen, das immer auf den Coin, weil ich habe eins herausgehört insgesamt bei den Personen. Natürlich auch durch diesen gewissen limitierten Zustand bis zum 30.04. Und da würden wir uns schon freuen, Juan, wenn du zu dem Thema etwas sagst. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wo geht die Reihe, nee, das wollte ich erst mal später fragen, werden wir dieses Jahr nochmal Token oder Coins kaufen dürfen, verkaufen? Gibt es eine Aktion nochmal irgendwie, weil es war der erste Launch, glaube ich, jetzt gewesen? Genau, also unser ICO wurde ja sehr erfolgreich gestartet. Es ist erfolgreich im Prinzip platziert worden. So, und jetzt muss natürlich dieser Coin an die Exchanges und dann muss der Coin natürlich über die Exchanges gehandelt werden. Wir für Karatbars haben noch ein Kontingent an Tokens. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Millionen da noch da sind. Das liegt einfach daran, dass Karatbars ja das Ganze investiert hat, über 4 Jahre fast entwickelt hat, unser ganzes System. Du hast ja gesehen, dort in Stuttgart, welcher Aufwand da betrieben wird und was jetzt noch alles kommt. Du siehst ja schon die Roboter und die Maschinen, die jetzt momentan in der Produktion sind, die das alles maschinell nachher produzieren werden. Dafür macht man ein ICO, ne? Damit man eben seine Idee in praktisch finanziell umsetzen kann und dadurch sich eben finanzieren kann. Was man jetzt natürlich tun kann und was die Company sich natürlich überlegen wird nach diesem erfolgreichen Start, ist, dass man einfach danach das Kapitalvolumen erhöht. Ja, also das Zielkapital wird erhöht und dann wird es nochmal natürlich eine Phase geben, wo man, wenn man es machen sollte, das werden wir jetzt alles sehen, wo man dann natürlich nochmal Bonusaktionen und dann muss natürlich auch die Tokens oder die Anzahl der Coins erhöht werden, die in Umlauf kommen. Ja, aber jetzt erstmal, denke ich mal, wird jetzt Schluss sein, weil natürlich sollte jetzt langsam ein Handel entstehen an der Exchange, weil ohne Handel an der Exchange wird der Wert im Moment nicht hochgehen. Also was wir natürlich haben durch die Goldabdeckung in der Mine, wenn jetzt alles gefixt ist, dann haben wir natürlich ein 1:1 abgesichertes Währungssystem mit 0,1 Gramm Gold. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dann haben wir immer wenigstens den 0,1 Gramm fixen Wert hinter diesem Coin. Das ist ja auch das Ziel, hat ja der Seitz ganz klar vorgegeben. Darf ich dazu einschlagend eine Frage stellen, was auch ich oft gefragt wurde, weil man hat ja so gehört, ein Coin soll, du hast es gerade kurz angesprochen, mal dieses Ziel erreichen mit der Deckelung von mindestens, also 0,1 Gramm Cashgold. Ja, also die Idee ist ja nicht neu und ich kann euch mal diesen Schein hier zeigen. Das war der allererste Schein, den wir entwickelt haben. Der Harald Seitz, wie gesagt, 5 Jahre plant er jetzt daran und jetzt kam uns natürlich die Technologie Blockchain entgegen. Das haben wir jetzt natürlich die letzten Jahre beobachtet, wie sich das entwickelt hat und wir sehen halt da die Zukunft drin. Man sieht es ja auch in verschiedenen Regierungsbereichen, die sich darüber überlegen, schon eigene Blockchains zu machen etc. Selbst Regierungen denken darüber nach und die Blockchain-Technologie ist auch noch nicht ausgereift. Es kommen jetzt ganz andere wie IOTA etc. und so weiter und so fort. Aber ich denke, damit waren auch die technischen Möglichkeiten für uns geschaffen und die Sicherheit für die User geschaffen, jetzt einfach damit zu starten. Ich kann euch auch mal zeigen, wir haben auch einen Coin schon kreiert. Ja, das gibt es ja, hier ist der Karatbars Coin, absolut steuerfrei, ja, weil eben der Goldbarren da reingepresst ist. Es ist die erste Münze, die man nicht versteuern muss. Andere Münzen musst du ja versteuern und das ist die erste Münze mit 99,9 Feingehalt drin, was ja bei Münzen nicht gehen würde, weil das Gold ist ja eigentlich butterweich, wenn man es rausholen, da kann man es ja verbiegen, weil Feingold kann man eben nicht verarbeiten, deshalb muss es ja immer vermixt werden. Vielen, vielen Dank. Ja, grobe Frage noch, wo geht die Reise allgemein? Karatbars, Karatbank, Karatgold, Coin, was habt ihr für eine Vision über auch mehrere Jahre, 10, 20 Jahre? Habt ihr irgendein ganz großes Ziel sogar? Das Ziel ist natürlich klar vorgegeben. Ja, wir ändern im Moment die Welt und wir schreiben Geschichte. Das ist also Fakt. Schauen wir mal, machen wir mal eine kleine Analyse. Der Bitcoin, den gibt es jetzt über 10 Jahren.
Ich habe das auch schon mal im anderen Bereich gesagt, aber ich denke, wir sind uns hier einig. Ihr könnt es im Chat ruhig beantworten. Als Zahlungsmittel ist bisher noch kein Coin angekommen. Auch der Bitcoin nicht. Das ist so gering, verhältnismäßig gering, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Also für euch alle im Chat, ihr könnt immer, ich sage immer, ja heißt ja, nein heißt nein und dann, das heißt schlafen natürlich. Ihr könnt ruhig, wenn ihr mit mir einverstanden sind, dann gibt mir ruhig ein Feedback im Chat, das tut mir dann auch gut. Also generell mal die Frage, wie fühlt ihr denn? Ist der Bitcoin tatsächlich als Zahlungsmittel da draußen im Internet angekommen? Das mag ich auch mit den Däumchen arbeiten. Das ist ja eine tolle Möglichkeit. Also ich denke, wir sind uns einig. Es ist jetzt hier schon Max Stoll, Jutta, Doris. Ja, es ist tatsächlich so. Also es ist so verschwindend gering. Es ist nicht als Zahlungsmittel nach über 10 Jahren in den Köpfen der Leute angekommen. So, und es ist überhaupt noch kein Coin im Prinzip. Und das hat uns natürlich, wir haben ja schon lange unsere K-Exchange-Partner, die haben wir schon immer gehabt, weil wir immer K-Exchange-Akzeptanzstellen von Anfang an mit aufgebaut haben, die eigentlich unser Gold in Cash umtauschen sollten, wenn die Leute mal ihr Gold verkaufen möchten. Und deshalb haben wir schon damals die K-Exchange-Seiten aufgebaut. Die haben wir jetzt ein bisschen abgeändert, die werden auch noch weiter abgeändert. Das wird alles noch viel, viel easier gehen in den nächsten paar Tagen. Und damit kreieren wir ja weltweit, wir sind ja in über 120 Ländern, sind wir ja registriert, wo wir arbeiten können. Damit können wir ja unsere K-Exchange-Partners und mit der App, die du vorhin so schön präsentiert hast, haben wir ein Zahlungsmittel integriert und wir können dort mit den K-Exchange-Akzeptanzstellen tatsächlich Transaktionen und Zahlungen vornehmen, wie wir es ja mit CashGold schon machen mit KAP. Da werfe ich gleich eine Frage rein, die ich zwischenzeitlich reinbekommen habe, Juan. Akzeptanzstellen. Na klar, ich kann mir schon denken, sicherlich wird es noch nicht die großen Akzeptanzstellen, vor allen Dingen hier in Deutschland geben. Vielleicht sagst du mal was dazu, diesem Thema, wo das hingehen soll und zum Thema Deutschland überhaupt, damit hier, die heute dabei sind, ich glaube, wenn ich das richtig im Büro verstanden habe, habt ihr ja fast 99 oder noch mehr Prozent im Ausland aufgebaut. Deutschland ist noch unberührt mit Karat Bars, Karat Gold. Ja, Deutschland ist absolut noch jungfräulich. Ich sage es ja immer, der Prophet im eigenen Lande. Okay. Schuld daran war natürlich diese andere Company, die hat natürlich ein sehr schlechtes Image auf den Herrn Zeitz geworfen, weil da wurde überall geschrieben, er war Mitglied der Geschäftsführung. Das stimmt, weil das war die höchste Position, im Marketingplan wäre nicht. Er hat mit der Geschäftsführung nichts zu tun gehabt. Im Gegenteil, er müsste heute noch einen ganz hohen Betrag in Kommission von denen bekommen. Und dann hat er ja damals das Richtige gemacht. Er hat sein Team gerettet, hat seine eigene Firma gegründet, hat die natürlich hintrösten müssen, bis wir so weit waren und dann eben mit Karat Bars durchgestartet. Ja, also, und jetzt war nochmal, wie war nochmal deine Frage kurz? Habe ich jetzt den Faden verloren? Die Akzeptanzstellen. Ja, die Akzeptanzstellen. Ja, die Akzeptanzstellen sind eigentlich Unternehmer, die sich dieser Idee angeschlossen haben, schon damals, wo wir mit Gold gestartet sind, um eben Gold als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und jetzt stellen wir gerade alles um. Über die App wirst du in Zukunft, das wird nicht so lange dauern, das wird schon in Bälde passieren, kannst du über die App wirst du einen QR-Code haben. Ich mache mir ja den Spaß immer. Ich bin ja, du kennst mich ja, Andreas, wenn ich irgendwo unterwegs bin nur im Restaurant und dann die sagen mich, gerade hier in den Tschechien, da wirst du immer gefragt, zahlst du Cash oder mit Karte? Und dann sage ich, wie du willst. Dann fahre ich natürlich an, ich hole die tschechische Kronen raus, Euro raus, Dollars raus, dann schmeiße ich Cashgold hin und dann kannst du auch hier meine Karat Bars Mastercard haben. So, wo greifen die Leute natürlich hin in dem Moment? Die sehen zum ersten Mal im Leben diese Scheine hier und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, welche Emotionen da hochkochen und die natürlich sofort fragen, what the fuck ist das? Also, sorry, dass ich so direkt ausgesprochen habe, aber es ist natürlich ein Hammer, das so zu zeigen und die greifen auch alle sofort danach. Und dann wird es jetzt easy werden mit der neuen Applikation, die wir haben, dass ihr einfach über einen QR-Code ihn auch sofort dort registrieren könnt. Wir werden Videos da drin haben, Kurzerklärungsvideos natürlich. Das kommt jetzt alles. Wir sind hier noch ganz neu mit dem ganzen System, auch was die Coin betrifft. Ihr müsst da noch ein bisschen Geduld haben, aber das ist natürlich auch der Preis der ersten Stunde. Wenn man mal dazukommt und ist alles perfekt, dann ist meist schon das meiste gelaufen. Ne?
zu Akzeptanzstellen kommt eine Frage rein. Kann man neue Akzeptanzstellen bewerben? Fragt jemand. Ja, die gibt es ja schon. Die sind ja schon im Backoffice. Wenn du auf die Startseite gehst, siehst du oben K-Exchange Center. Und da hast du auch in deinem Backoffice hast du auch einen persönlichen Reflink, den du jetzt schon versenden kannst, damit die K-Exchange-Akzeptanzstelle mit dir registriert. Weil natürlich wirst du auch später, das kommt jetzt alles an den Transaktionen, die diese K-Exchange-Stelle produziert, wirst du beteiligt sein. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, im System, wenn er jetzt, er kann natürlich auch Gold-Bonus-System ausgeben, er kann Cash-Gold verschenken als Bonussystem in der Akzeptanzstelle etc. etc. Er tut seine Kunden natürlich auch registrieren, sagt, zahl mir mit Gold und er gibt einfach vielleicht einen Preisnachlass etc. Das kann er alles selber natürlich handhaben, wie er möchte. Und da an diesen Transaktionen, da werdet ihr auch in naher Zukunft beteiligt sein. Es wird auch eine Transaktionsgebühr geben, die wird zwischen 6-9% irgendwo liegen, sage ich mal, das Spread. Und auch daran kann man dann beteiligt werden. Das muss man jetzt alles noch, das sind noch ein bisschen Feinheiten, die jetzt auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Deswegen, ihr seid in einer sehr, sehr spannenden Phase. Ihr seid, glaube ich, genau im richtigen Zeitpunkt mit dabei. Juan, der Mario fragt, du hast erwähnt, dass es der erste Coin, der nicht versteuert werden muss, ist. Nein. Bezieht sich das auf den Gold- oder auf den Coin-Wert? Auf die Münze. Auf diese Münze. Weil Münzen, Goldmünzen müssen versteuert werden. Weil die sind normalerweise ein Mix aus Gold und anderen Metallen. Es ist also nur Investmentbarren sind frei von Steuerfreiheit. Aber jetzt kann ich es euch mal zeigen, ich kann es hier mal rauspushen, normalerweise jetzt. So, und deswegen ist diese Münze steuerfrei. Hier ist der Goldbarren und das andere ist praktisch nur eine Verpackung. Also nicht auf den Coin beziehen, bitte nicht. Es geht um diesen Goldcoin. Ja, ist praktisch nichts anderes wie das hier, weil das könnte man theoretisch ja auch rausbrechen. Nur die Verpackung ist ja anders. Also nicht verwechseln, bitte. Schön, Juan. Erstaunend fragenmäßig kommt oder taucht gar nicht so viel auf. Ich hätte deutlich mehr erwartet. Ich hatte mir noch was aufgeschrieben, notiert. Im Übrigen, vielleicht kannst du schon mal im Hinterkopf behalten. Ich schaue mir zwischendurch schon mal rein, ob die Coin-Seite, wo man eben noch für 1 Cent kaufen kann, wir drücken alle die Daumen, wird die heute noch auf? Was meint das? Was kannst du dazu sagen, Juan? Also ich habe Zeit bis morgen früh 6 Uhr, weil es ist ja Mitternacht Z, also Central Eastern Time. Von daher ist es bei uns dann 6 Uhr morgens. Also ihr könnt die ganze Nacht noch arbeiten, wenn ihr wollt. Schönen Dank. Jetzt hast du ja. Schönen Dank, Juan. Darf ich noch länger aufbleiben? Ja, war ja jetzt, ich meine, schade, du bist leider zu spät zu uns gekommen, aber es war jetzt auch genug Zeit, muss man auch dazu sagen. Ne? Und sage ich mal, wer zu spät kommt, den bestraft der Token. Okay. Mir wurde die Frage gestellt, die haben im Wallet gesehen, also beim Kaufen, derzeit kaufen wir mit Cash Gold zu diesem 1 Cent und da hat man auch was gefunden von Ethereum und Bitcoin. Ja. Können die damit auch bezahlen? Wie dürfen die das verstehen? Mit Ethereum und Bitcoin natürlich im Moment auch bezahlen, ist auch richtig so. Ethereum aus dem Grund, aus der sicheren Technologie, die man dahinter hat bei Ethereum. Ethereum unterliegt auch nicht diesen extremen Kursschwankungen, die der Bitcoin unterliegt. Deswegen ganz wichtig, dass ihr nicht vergesst, eure Ethereum-Wallet aufzumachen. Das ist ein ganz wichtiges Ding und dieses auch zu hinterlegen in unserem Coin. Ich kann auch hier dazu sagen, dass wir im Moment Mittel in der, also ich sage immer wir, dabei bin ich es nicht. Ich bin auch nicht hier die Karatbars GmbH, wie es hier in meinem Namen sicherlich bei euch erscheint. Denn eigentlich habe ich korrekt mit Juan Giener angemeldet. Ich weiß nicht, warum da Karatbars GmbH erscheint. Wahrscheinlich, weil er erkennt, dass ich den Admin-Zugang habe wie der Andreas und hat mich automatisch über Karatbars GmbH eingebucht. Das liegt halt an der App wahrscheinlich, weil ich diesen Raum ja sehr oft benutze. Ja, Ethereum Wallet ist also ganz, ganz wichtig, das zu eröffnen, denn alle Transaktionen werden über Ethereum in diesem Wallet abgerechnet. Deswegen ist wichtig. Wir planen auch im Moment eine eigene Exchange. Dazu werdet ihr auch in den nächsten Tagen erfahren, so dass wir eine eigene Plattform haben, wo wir haben auch eine Lizenz dafür, da werden wir eine Lizenz dafür erhalten und wir können auch dort andere Coins mit anbieten. Also wird eine ganz eigene Exchange. Okay,
Dankeschön, Roman. So, zwischenzeitlich schaue ich mal auf die Attendee-Liste, Chatliste. Fragenmäßig stellt, nutzt die Möglichkeit, dass wir diesen Mann heute hier im Webinar dabei haben. Glaub mir, der hat gewaltige andere wichtige Aufgaben. Gibt es die White Paper auch in Deutsch, wird gefragt. Leider im Moment noch nicht. Leider. Es ist alles in Englisch, ist ja international ein bisschen gehalten. Man muss auch sagen, die Zeit war ein bisschen kurz. Wir mussten uns da von Marvin beraten lassen und sein Team. Und die machen ja wirklich einen ganz fantastischen Job. Weil bei uns war es ja auch so, wir hatten die Technologie kennengelernt, aber Harald Seid ist ja auch kein mega jetzt Alleswisser. Und ihr müsst auch eins verstehen, auch ich musste mich erstmal da reinlesen in die ganze Geschichte, weil bis vor kurzem habe ich ja jegliche Art von Kryptowährung abgelehnt. Und die ganze Affiliates haben das abgelehnt, weil wir gehen auf den sicheren Hafen Gold. Und das möchte ich auch erklären. Gold ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in deiner finanziellen Planung, weil Gold ist einfach, steigt immer mit der Inflation und man kann es überall auch nachprüfen, egal was Experten mir sagen oder auch nicht, egal wie hoch der Goldpreis ist, sollte irgendwas verrutschen, soll man nochmal einen Crash haben oder irgendwas, die Währung sich halbieren sollte, die Inflation eventuell, einen Krieg ausbrechen, dann hast du nur Gold und das muss physisch in der Hand sein. Es bringt nichts, wenn du es irgendwo hast. Es muss hier in deiner Hand muss es sein. Weil in dem Moment, es gibt auch immer eine Phrase, wenn Gold spricht, dann schweigt die Welt, weil dann ist irgendwas Furchtbares passiert. So ist leider. Und es gab sehr viel auch in der Vergangenheit. Lest ruhig ein bisschen die Geschichte. Es kann jederzeit sich wiederholen und wir sind im Moment nicht weit davon weg. Es wird knallen, es geht so nicht mehr weiter, das wissen wir. Die Inflationsschere ist dermaßen auseinander. In den letzten 20 Jahren sind die Einkommen seit 20 Jahren stagniert. Sie sind nicht mit der Preisspirale hochgegangen. Das Problem wird niemals sein in der Verzinsung, also bei den Vermögenden, die werden immer reicher. Aber die Armut wird immer größer, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Mittelschicht fällt weg. Absolut weg. Und deswegen ist wichtig, ihr müsst mal vorstellen, wärt ihr bei mir hier mit Karabach eingestiegen vor 7 Jahren, hättest du bei uns Gold gekauft, da hat dieses 1-Gramm-Bärchen, und da waren wir schon die Täuschen, 32 Euro gekostet, mittlerweile sind wir bei über 60 Euro. Das vor 7 Jahren. Also deshalb spielt der Goldpreis für mich auch eine Nebenrolle. Das ist für mich ein sicherer Hafen und wenn der Moment kommt, man muss sich mal, ihr könnt es nachlesen, könnt auf Wikipedia nachlesen. Man hat damals während der großen Depression, wo dann die Wirtschaftskrise kam, auch in Deutschland, hast du in Deutschland für 3 Gramm Gold hast du ein Auto bekommen, für 5 Gramm schon ein ganzes Haus. Und das muss man einfach mal realisieren. Frage, Juan, die kam auch, dass du die sehr gut beantworten kannst. Und forschen viele nach Goldpreise dort, Ankauf, Verkauf, Rückkauf und so weiter. Magst du bitte dazu noch kurz was sagen, auch selbstverständlich, weil ich habe das Gefühl, als ob das Unternehmen Karatbars ja wirklich die Welt verändern kann. Auf der Basis, eigentlich kann man fast sagen, ist ihr eigenes Gold und das wird irgendwie gekauft, angenommen, zurück, wie auch immer. Bitte schön, Juan, du. Ja, es ist einfach. Natürlich in Deutschland ist so, dass wir in Deutschland kannst du überall Gold kaufen. Es gibt Goldshops, en masse. Es gibt Banken, wo du es erwerben kannst, etc. Natürlich sind wir da vom Preis immer ein bisschen teurer wie der Markt. Wir haben aber auch wir zahlen auch für unser Gold den höchsten Rückkaufspreis. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich kann man es hier eben, wie du jetzt sagst, zurückkaufen, das Gold. Wir kaufen das natürlich jederzeit wieder zurück. Und auch die K-Exchange-Partner. Und ihr seht immer im Backoffice immer aktuell den Tagesrückkaufspreis. Und da sind wir höher. Also von dem her gleicht sich wieder aus. Wir haben natürlich andere Kosten durch die Provisionszahlungen, aber wir können ja nicht über den Markt springen und 100% teuer machen. Das geht auch nicht. Also wir richten uns schon nach den... Also man kann an Richtpreis sagen, wir richten uns oftmals nach der Sparkasse in München. So plus minus, da schwankt auch unser Goldpreis, den wir für die Eingangsbaren haben. Super. Jetzt wird das natürlich interessant, wenn die Mini kommen sollte jetzt bald und wenn wir da anfangen zu fördern, dann werden wir den Kostenfaktor natürlich mit einkalkulieren. Dann werden wir sehen, ob wir dann vielleicht sogar günstiger sein können, weil wir vielleicht, ja, viel günstiger produzieren können und viel günstiger einkaufen können, weil momentan kaufen wir ja auch bei den 3 weltgrößten Raffinerien ein. Die verlangen, jeder verdient in dieser Kette Geld, ist auch ganz klar. Ihr müsst auch immer eins wissen, kleinere Stückelungen sind auch immer teurer.
Die Produktion steht da, die Arbeit steht da dahinter. Du zahlst ja auch die Arbeitszeit in die Produktionskosten. Zahlst du übrigens auch bei jeder Kapitalanlage, nur wird es da verschwiegen. Ja, also jede Lebensversicherung hat Kosten, hat Fixkosten. Wer schon mal Versicherung verkauft hat, der fragt natürlich, wie können die für eine Lebensversicherung ja 1.000 Euro Provision geben? Der Direktor verdient auch noch an den gesamten 5.000, 6.000 an Provision, die bezahlst du mit deinen 50 Euro im Monat. Ja, also nichts ist auf dieser Welt kostenlos. Selbst wenn du meinst, ein Handyvertrag ist kostenlos, dann hast du dich geirrt. Es gibt nichts gratis auf dieser Welt. Nichts. Genau hier wollte ich gerade einsteigen, in den Vertrieb, Juan. Vielleicht nochmal mitteilen, weil es staffelt sich ja jetzt der Coin. Oh, ich kann mich ja kostenlos registrieren, den Coin ja so auf, für 1 Cent kaufen, wenn ich Glück habe, für nichts tun, sehr viel Geld erhalten. Jetzt haben wir auch das Goldgeschäft und den Vertrieb und die Startpakete. Mich oder uns würde auch interessieren, wie viel Provision zum Beispiel bei den Startpaketen gebt ihr den Partnern, weil es ist ein Business. Du hast gerade gesagt, aus nichts kann ja nichts werden. Also muss auch Umsatz getätigt werden, was ich natürlich als Unternehmer verstanden habe. Bitte schön, Juan. Ja, also unsere Starter-Packages im Moment, ihr seid viele wegen Coin da natürlich, ne? Wegen Karat-Gold-Coin, das ist natürlich eine interessante Entwicklung, da kann sich sehr viel abspielen. Aber ihr habt euch auch registriert bei Karat-Bars und das liegt einfach auch daran, so wie ich am Anfang, am Eingang schon gesagt habe, Karat-Bars ist der Initiator vom Coin, ist der Finanzgeber vom Coin, hat 5 Jahre dafür Arbeit investiert und hat eine gewisse Anzahl an Tokens für sich reserviert. Und diese Tokens, die geben wir an die Affiliates, an die treuen Affiliates von Karatbars weiter. Ihr könnt natürlich alles einfacher haben. Ihr geht einfach auf die Karatbank.io-Seite, kauft dort noch Coins, ja, oder geht an die Exchange und kauft dort die Coins, könnt ihr alles haben. Wenn ihr aber noch Gratis-Tokens dazu haben wollt, wenn ihr noch bessere Provisionen verdienen wollt, dann partizipiert einfach natürlich über den Weg, weil da sind noch Tokens da über Karatbars. Und das ist das, was der Andreas momentan mit euch macht, weil ihr einfach mehr davon habt. Ich habe da was gehört, 24.12. Juan, dürfen wir das alle erfahren? Ich denke schon. Ist das richtig? Was meinst du? Der 24.12., wer seine Token irgendwie drauf lässt, ist das ja spruchreich? Kann man drüber sprechen? Das ist dann wahrscheinlich auch für die Partner dann, ganz klar. Ne? Also die Partner gedacht, genau, dass ich meine, ihr könnt euch ja mal vorstellen, bei dem Team, was ich jetzt habe, ich kann das ruhig hier mal sagen, ich habe über 21,5 Millionen Tokens. Also Coins jetzt. Das darf ich ruhig offen aussprechen, ja. Jetzt, wo geht der Preis hin? Sagen wir natürlich jetzt unseren Partnern von Karatbars, bitte haltet den Coin, haltet ihn bis Ende des Jahres und wer ihn haltet bis dahin, kriegt nochmal einen Bonus von 35%. Das ist offiziell, das ist auch rausgegangen. Und von dem her ist das natürlich so, weil wir wollen jetzt, dass an der Exchange was passiert. Ja, und dass an der Exchange getradet wird. Und wie gesagt, wenn man das den zweiten Launch machen, wenn wir noch mal eine Kapitalisierung machen nach oben, dann haben wir auch bestimmt noch mal Bonusaktionen. Nur ich kann es jetzt verfrüht nicht sagen, wie genau die aussehen werden, was genau da auf uns zukommt. Es wäre noch zu verfrüht. Kannst du sagen, was morgen nach 6 Uhr stattfindet, Juan? Ja, kann ich dir sagen, der Token steigt auf 7 Cent und ihr kriegt noch 10%. Klare Aussage, ihr Lieben. Also bis 6 Uhr, die Nachtschicht würde ich mir auf jeden Fall annehmen und das auf jeden Fall durchführen. Zurzeit noch 1 Cent und den Bonus, meine Güte, ab morgen 6 Uhr mitteleuropäische Zeit dann 7 Cent und 10%. Also, zur Frage von Edelgard, ab wann ist der Kauf möglich? Der Kauf ist theoretisch möglich, aber ihr könnt euch im Moment vorstellen, die Seite ist im Moment überlastet. Amerika ist wach geworden, Kanada ist wach geworden, da haben wir den größten Markt. Ich kriege hier nur noch KYC-Approvements rein und KYC-Approvements. Wir haben jetzt noch das Problem, dass wir Feiertage haben in Deutschland. Viele haben Brückentage. War natürlich jetzt ein bisschen ungünstig gewählt, das Datum. Wäre es auch lieber gewesen, wenn ein anderes Datum noch gewählt. Hat man vorher nicht bedacht, kann passieren im Eifer des Gefechts. Aber genau, es wird daran gearbeitet. Man hat heute auch ein Update gemacht, weil man eventuell schon wusste, dass natürlich jetzt eine Überlastung kommen kann. Aber ihr müsst einfach jetzt geduldig sein heute Nacht. Das werden wir sein. Eine wichtige Frage noch, die wird alle brennend interessieren. Und dann lese ich die Fragen, die im Chat drehen, uns vor. Und die wirst du dann kurz und knackig beantworten, lieber Juan. Und zwar der Prozess.
zum Anmelden, der war ja ziemlich umfangreich gewesen. Passiert da demnächst irgendetwas? Weil ich habe gehört, ihr wollt jetzt mehr auf das Promoten der Affiliate-Partner irgendwie euch ausrichten. Ja, ganz klar. Also das wird jetzt vereinfacht. Wir haben jetzt Experten, ja, also Experten im Hause Karatbars, die nehmen ab Mittwoch ihre Arbeit auf. Das sind richtige Vermarktungsexperten, Vollprofis. Auch Marvin und sein Team hast du ja kennengelernt, ja. Absolute Vollprofis auch. Und wir haben uns jetzt zur Fahne geschrieben. Wir hatten ja letzte Woche ein großes Meeting. Auch der Herr Graupner war da von der Netco. Und wir haben wirklich unsere Vertriebsköpfe zusammengesteckt und einfach jetzt Arbeitsgruppen gegründet innerhalb dem Team von Karatbars, innerhalb den Employees von Karatbars, also den Angestellten von Karatbars, auch mit den ganzen Vermarktungsagenturen, die im Moment die Pressearbeit machen, die die Marke Harald Zeitz und Karatbars vorne promotet haben, die Videos erstellen, die Promotion-Material erstellen, die seit Jahren mit uns schon arbeiten auch. Alle haben Arbeitsgruppen gegründet seit letzten Donnerstag. Und ich denke, mit nächsten Donnerstag, ich kann den Namen schon ruhig schon verraten, kommt ein Megamann, also Dirk Zahlmann, dazu noch ein Vertriebler, Marco Branco, der zu uns stößt, die nur für uns da sein werden und jetzt versuchen, alles um deinen Hut zu bekommen, alles um deinen Hut zu bekommen und unser System, weil es ist doch schon sehr viel Information, vereinfacht zu machen. Auch, dass man mit den Webinaren, die wir in Zukunft machen, ganz einfach und easy das Ganze rüberbringen kann. Im Moment ist es komplex, das kann ich auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir hatten das am Anfang auch mit Karatbars. Ihr könnt euch vorstellen, am Anfang war es nichts, war gar nichts da. Wir haben eine Vision verkauft, dann kamen die ersten Pakete und dann haben die ersten Goldkarten produziert. Die sind aufgeplatzt, die haben im Flugzeug Blasen geschlagen. Also wir haben viel, viel erlebt da. Ja, das System mal wieder gehangen und dann hat man im System irgendwas verändert, alle Daten waren gelöscht, etc., etc. Das passiert, das ist einfach so, wenn man irgendwo anfängt. Jetzt haben wir Karatbar sehr erfolgreich gemacht, sehr stabil. Und jetzt kommen natürlich die Erfahrungswerte aus dem ICO. Und das müssen wir jetzt alles analysieren, kanalisieren. Und dann, wie gesagt, es ist der Preis der Stunde, weil dafür seid ihr heute dabei und seid von Anfang an mit dabei. Und ich denke, das zahlt man gerne. Man nimmt diese Arbeit. Ich habe alles schon durch. Jetzt fahre ich es halt nochmal durch. Aber ich kann da vertrauen, weil wir haben das erfolgreich hinbekommen. Dann werden wir die letzten paar Dinge auch noch sehr erfolgreich hinbekommen. Es ist einfach fantastisch. Ich meine, ihr müsst auch sehen, ich habe das vielleicht noch nie so richtig gesehen. Welche einmalige Sachen, das kostet ja auch alles Geld, wenn in Deutschland kommt immer die Sicherheit, danke. Ja, die Diskussion auch über unsere Gold, die Sicherheit. Ich meine, das, was wir haben, das ist auch einzigartig. Das ist eine Weltneuheit und absolut einzigartig, was ich hier habe. Das ist ein DNA-Code-Reader. Der liest eine DNA aus. Also wir haben für unser Gold eine eigene DNA entwickeln lassen. Die wird aufgesprüht aufs Gold. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert anhand dieser Karte jetzt. Also das ist nur eins von ganz vielen Sicherheitsmerkmalen, aber das ist eine absolute Sensation. Das ist Technologie, das kostet natürlich auch Entwicklung, aber damit wollen wir noch mehr Sicherheit den Menschen bieten. Und das ist ja Sicherheit und Vertrauen ein ganz, ganz großer Aspekt. Und den wollen wir auch mit dem Karatbars Coin, mit unserem Karat Coin natürlich auch so erreichen, dass die Menschen blind vertrauen können. Also ich zeige das mal. Du schaltest jetzt hier ein, das springt hier auf grün. Und dann kommt hier ein Detektor und ihr hört, er piepst, wenn es unser Gold ist und er wird blau. Okay, ist es nicht unser Gold, dann passiert gar nichts. Ich gucke mal hier schon, ihr müsst so eine alte Karte hier noch sicherlich haben. Mal gucken, ja, hier ist so eine Karte. Das ist eine alte Karte, die wir haben. Da ist das Spray noch nicht drauf. Da passiert also gar nichts, da piepst nichts. Ja. Auch auf den Scheinen, ich kann es hier mal an den Scheinen zeigen. Schwarzlicht-Hologramm. Hier sieht ja. Er piepst, also unverwechselbar. Wir haben ein Schwarzlicht-Hologramm drin. Hier sind spezielle Laser-Eingraben, wo du den speziellen Laser nochmal sehen kannst. Seriennummer etc. Also so viele Sicherheitsmerkmale, die wir da haben. Und das wollen wir. Sicherheit war für uns halt auch schon immer ein wichtiger Aspekt. Und für Sicherheit bezahlt man auch gern ein bisschen mehr. Das wünschen sich die Menschen da draußen. Ein sicheres Unternehmen, wo sie endlich mal langfristig dabei bleiben dürfen. Würdest du sagen, Juan, herzlich willkommen, das habt ihr gefunden. Was ist deine persönliche Aussage dazu? Ja, also, es ist meine Heimat seit 7 Jahren. Ich kann euch ein bisschen was dazu erzählen.
als ich damals hier angefangen habe, war die Krise, wir haben Caratbas gegründet, urplötzlich, bum, 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 waren 20 Goldfirmen da. Warum? Gold war in aller Munde, es war die große Krise. Und jetzt kamen diese Abzocker, die leider immer wieder unsere geniale Industrie, weil wir haben die beste Industrie der Welt. Network Marketing ist für mich das Beste, was jemals erfunden worden ist. Weil es bietet allen Menschen eine Chance. Wirklich allen. Egal, wo du herkommst, egal, welche Grundausbildung du hast. Ein seriöses Unternehmen kann dir wirklich eine große Chance geben, dein Leben zu verändern. Und du musst dafür nicht studiert haben, du musst dafür keine Ausbildung gemacht haben. Folge deinen Leaders, wenn die erfolgreich sind und dir sagen können, wie sie erfolgreich geworden sind. Und wenn du das duplizierst, führt kein Weg dran vorbei. Das ist das Erste. Jetzt ganz kurz, um das Erste nochmal abzuschließen. Alle sprangen auf den Goldzug, natürlich die ganze Ponzi-Systeme auch. Dann kam der Bitcoin. Da hatten wir endlich Ruhe. Alle Firmen waren verschwunden. Gab es nicht mehr. Weil die haben real kein Gold verkauft. Es ging einfach nur um Tische zu füllen. Ja. Was haben sie gemacht? Sie haben das gleiche mit den Coins gemacht. Die Leute sind wieder zu Tausenden da reingefallen. Zu Tausenden sind da reingeströmt. Kann ich manchmal nicht verstehen, weil, wie gesagt, oft ein kleiner Klick aufs Impressum sagt schon alles. Ja. Ein bisschen nachforschen. Ich meine, in Deutschland sowieso. Wir können nachschauen, Handelsregistereintrag etc. Dann weißt du doch, ob eine Firma seriös irgendwo ist. Das muss Dankeschön. Mal einfach mal hier darstellen. So, danke. Network Marketing. Was bedeutet für mich auch Network Marketing? Für mich ist Network Marketing auch Unternehmertum, Leid. Viele von uns, also ich stell mal ganz offen die Frage, wer von euch hatte nicht schon geträumt, ein eigenes Geschäft zu haben? Mal Hand hoch. Komm, tut mir mal Antworten hier im Raum. Jeder von euch träumt doch oder hat doch mal geträumt. Gib mir mal Antworten hier. Jawohl, komm, schreibt mir mal was im Chat. Ich finde die Däumchen viel besser. Träumen wir doch alle. Wer hat hier schon einen Albtraum erlebt? Gebe ich auch gleich mal die Hand. Ich war schon mehrfach bankrott, überschuldet. Ja, war ich auch schon. Seht mal, Offenbarungseid gemacht, gebe ich alles hier zu, habe ich gar kein Problem. Okay, ich bin hierher gekommen vor 7 Jahren aus Spanien. In Spanien war die Krise doppelt so hoch wie hier. Und ich dahin. Mit einem Koffer in der Hand. Das ist eine Wahrheitsstory, das ist wirklich so passiert, als Harald Seitz die Caratbas gegründet hat. Mit einem einzigen Koffer, so habe ich ihm vertraut, bin ich hierher gekommen. Mehr nicht, ich hatte nichts mehr, außer diesem eigenen Koffer, die paar Klamotten da drin waren. Und Harald hat mich am Anfang unterstützt mit 200 Euro im Monat, in der Woche, damit ich so ein bisschen noch leben kann. Er hat mir den Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt und das war's. Und ich habe halt das draus gemacht, was wir heute haben. Und mit unaufhörlicher Arbeit. Das muss man auch wirklich sagen. Also wenn es bei mir klappt, dann kann es bei euch schon 100-mal klappen. Und wie lange, Juan, entschuldige, dass ich ganz kurz reinfalle, eine Frage, die ist wichtig. Als du dann startest, das Tag 1, wann war dann der Moment erreicht, wo du mal durchatmen konntest und sagen, jetzt kannst du auch die Früchte ernten? Das war nach 2 Jahren. Wir hatten noch nichts. Alles fing an, die Probleme waren da. Das, was wir gerade auch erleben, Problemchen da, Problemchen da. Wir wussten auch erstmal, wie bringe ich es dem Kind bei. Ich meine, allein der Marketingplan von Caratbas bietet heute über 13 Einkommensmöglichkeiten. Kannst du unmöglich ein Webinar darüber machen? Und dann haben wir halt mit den Amerikanern ganz am Anfang, mit meinen besten Leaders, haben wir uns zusammengesetzt jeden Tag und haben, wie kann man es denn präsentieren? Wir können doch nicht alles präsentieren, die Leute verstehen es nicht. Das war ja damals schon sehr kompliziert. Und wie soll man es denn heute machen? Ja, deswegen machen wir jetzt ja auch ein System. Und von dem her gesehen, es war eine schwierige Zeit. Ja, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und wir mussten halt unseren Weg finden. Und das haben wir halt durch unermüdliche Arbeit gemacht und immer verbessert, immer alles verbessert, verbessert, verbessert. Heute sind wir übrigens größter Partner von FedEx in Deutschland, muss man auch sagen. Ja. Du hast es ja gesehen, wir haben von FedEx eigene Computer integriert in Stuttgart, wo jeder Prozess automatisiert abläuft. Ja, um nochmal kurz auf Network Marketing zu kommen, ja, warum das für mich eben die genialste Industrie ist. Weil eben jetzt kannst du, wenn du eine seriöse Firma im Hintergrund hast, also ohne Arbeit geht mal gar nichts. Da müssen wir uns mal einig sein. Auch wenn du Unternehmer sein willst, müssen wir mal klipp und klar sagen, von was lebt denn ein Unternehmen? Schreib mir das doch mal bitte in den Chat, von was lebt ein Unternehmen? Umsatz. Ganz genau. Ist das der Einzige, der Max, der hier noch mitdenkt, oder wie? Umsätze. Ohne Kunden kommt kein Geld.
Leute, das müsst ihr verstehen. Vergesst alle automatisierten Programme, die funktionieren nicht. Das sind nur euch, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau. Ohne Arbeit kommt nichts rein. So, und jetzt kann, wenn du jetzt Unternehmer bist heute, kann dein Unternehmen schnell zum Albtraum werden, weil plötzlich stehst du vor Herausforderungen, die du nie vorher eingeplant hast. Fängst an, vielleicht mit Lagerhaltung, Kredite, Steuerberater, Buchhaltung etc., Angestellte etc., etc., etc. Plötzlich von deiner Vision, die du hattest, geht so viel verloren, weil 90% deiner Zeit für Dinge drauf geht, die du vorher nicht kalkuliert hast. Das ist das Unternehmen da draußen und deswegen gehen so viele bankrott schon in den ersten 3-4 Monaten, weil das gar nicht durchsteht und die eigene Vision kaputt geht. Und das bietet mir eben eine seriöse Network-Marketing-Firma. Die bietet mir alles schon fertig im Hintergrund. Die Produkte sind da, die Information ist da und ich kümmere mich nur um eins, nämlich das, was für jede Firma das Wichtigste ist, Umsatz reinzubringen und daran partizipiere ich. Und das ist doch genial. Wir haben hier die schönste Industrie der Welt. Das Beste, auch zum Lernen, tauge ich als Unternehmer, kann ich mich organisieren als Unternehmer, bin ich in der Lage, ein Unternehmen zu leisten, weil genauso passiert es, wenn eine Gruppe umso größer wird, umso mehr Organisationstalent von dir wird gefragt. Umso mehr musst du erstellen, umso mehr musst du Leute betreuen. Ihr dürft mir auch nicht böse sein, ihr werdet auch mich nicht mehr in Facebook, ich habe alles abgeschalten oder Social Media, kann ich in meinem Status nicht mehr machen, ihr werdet das verstehen. Ich habe meine Leadersgruppen über WhatsApp, Skype und andere Plattformen, Telegram etc., wo ich mit meinen Leaders nur noch vereint bin. Aber natürlich bei so vielen Menschen kann ich mir nicht vorstellen, was ich jeden Tag da reinbekomme, da kann ich unmöglich jedem noch einzeln antworten etc. Ich muss es halt mit den Leaders absprechen. Das wird passieren, das wird euch auch passieren, wenn ihr große Organisationen aufbaut. Und dann daran findet man halt jeder für sich seinen Weg und man wächst natürlich in die Aufgabe rein. Ja, Bernhard, ich bin ein spanischer Schwab. Okay, jetzt schieße ich mal los hier, aber das ist der richtige Moment, einfach genau ein Applaus für Juan, dass er sich die Zeit für uns nimmt. Ja, ihr wisst, er ist ein bodenständiger Typ und ihr habt es gehört, er geht auf die 500.000 Menschen Community zu. Schau mal, es sind deine Applause, Juan, nur für dich. Danke. Aber ich weiß, da gab es schon andere Sachen, aber du bist demütiger Mensch und deswegen hat es bei uns auch gleich gefunkt, gepasst und wie auch immer. Thorsten fragt, wie viel Coins-Token kann man maximal erwerben? Nochmal? Wie viel Coins oder Token kann man maximal erwerben? Kommt auf deinen Geldbeutel an. was halt nachher noch im Umlauf ist, wenn die, es ist halt so, nachher werden die Token ja nicht mehr da sein, sondern die werden ja an der Börse gehandelt, so wie jetzt der Bitcoin. Und jetzt werden wir halt beobachten, was in diesem Jahr alles passiert, wie die Preisentwicklung sein wird natürlich. Und dementsprechend, ja, werdet ihr sehen, wie es dann funktioniert oder wie der Preis sich dann stabilisiert. Und dementsprechend bekommt ihr praktisch Coins dafür. Früher, ich kann mich noch erinnern, vor 8 Jahren oder vor 7 Jahren, nein, gar nicht wahr, 6 Jahren, hat der Harald schon gedacht, da kam gerade das Thema Bitcoin so ein bisschen in aller Munde und hat schon damals überlegt, Bitcoin als Zahlungsmittel bei Karatbars zu akzeptieren. Und ich sage, was ist das? Unser Vertriebsdirektor damals, Thomas Schraner, sagt, was ist das? Harald sagt, ja, das ist so eine Kryptocurrency, da kann man halt elektronisch bezahlen. Da lag das Ding noch bei 8 Cent. Ein Bitcoin bei 8 Cent. Und wir haben nicht gekauft. Also ich nicht. War ein Fehler. Ja, heute liegt ein Bitcoin bei 10.000, 12.000. Keine Ahnung. Super. Die Frage ist sehr gut und da sag noch mal ganz kurz zu den Produkten, weil die Frage von Werner, großartig. Wie lange dauert circa die Lieferung der Goldkarten national bzw. international? Und bitte was zum Thema Real Madrid und wer sich da alles überhaupt mit den Karten promotet, weil man ja ein eigenes Design auflegen kann und Glückwunschkarten und Babybücher und was es alles gibt. Ja, also Lieferzeit ist zwischen, wir sagen immer bei Gold zwischen 2 bis 6 Wochen. 6 Wochen ist immer das Maximum. Liegt auch an den Prozessen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wir bestellen bei den Raffinerien. Unser Geschäft liegt natürlich dann auch im Großeinkauf. Dann kauft man da Kilos ein. Das kriegt es etwas günstiger, aber dann muss es runterproduziert werden natürlich auf die kleineren Stückelungen. Und das kann natürlich immer ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb, das wird natürlich sich auch bald ändern, was ich noch über Singapur vorhin noch sagen wollte. Wir werden in Singapur einen eigenen Tresorraum aufbauen, wo das ganze Gold depositiert sein wird, so rum.
deponiert sein wird. Jetzt, meine Güte, jetzt mische ich bitte die Sprachen. Bei den vielen Sprachen. Also deponiert sein wird und der Harald Seitz wäre nicht der Harald Seitz, wenn er da nicht große Vision hätte. Also er möchte da mit 24 Stunden Live-Kamera in diesen Tresor integrieren. Das wird ein Spezialtresor mit großen Sicherheit. Du kannst auch nur mit 3 abgesicherten Personen, die müssen da rein. Allein kann da niemand rein. Das ist also wirklich sehr schwer, da reinzukommen. Die Kamera wird euch 24 Stunden dieses Gold immer live im Web zeigen, dass es da ist. Ihr werdet auch sehen, wenn dann neues Gold dazukommt, wenn sich da Menschen da drin bewegen. Zwischendurch wird auch mal Promotion-Videos natürlich auch gezeigt, etc. Also er plant da schon Großes. Das nochmal dahingehend. Super. Nils fragt, wie steht das Verhältnis Karat P Cash Gold zum Beispiel 1 Gramm zum realen Goldpreis von 1 Gramm? Dass es dort eine Spanne gibt, ist klar, aber wie erkläre ich diese dem Interessenten? Die Frage ist mir nicht ganz klar. Bitte nochmal formulieren. Kein Problem, gerne. Ja. Das Verhältnis, ich mache es mit meinen Worten mal so ein bisschen, dann verstehst du es gleich. Das Verhältnis 1 Gramm Gold Karatbars, 1 Gramm Gold, was weiß ich, wo eingekauft. Und er möchte es jetzt Interessenten erklären, warum die Spanne, naja, so oder so ausfällt. Ach so, bei uns ein bisschen höher ist die Spanne. Mhm. Ja, wie ich es vorhin schon erklärt habe, einmal natürlich die Technologie, Sicherheit zahlt natürlich mit. Zum einen haben wir einen Vertrieb dahinter stehen, man muss Provisionen dafür bezahlen, deshalb ist es teurer. Das wird euch in Deutschland auch immer wieder entgegenkommen, in Deutschland aber nur, weil es gibt viele andere Länder, wo du gar keine Möglichkeit hast, Gold zu kaufen. Das hat uns auch in Spanien sehr erfolgreich gemacht, in Frankreich sehr erfolgreich gemacht, weil da ist nicht so. Der Deutsche, muss man auch mal immer generell sehen, der Deutsche ist ein Goldfreak. Der hat es im Krieg erlebt, wie wichtig Gold ist. Und das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und deshalb hat man auch in Deutschland viele Möglichkeiten, Gold zu kaufen. Wie gesagt, wir zahlen auch den höchsten Rückkaufspreis. Das ist so. Real Madrid wolltest du noch wissen. Ja. Ja. Also wir haben mit Real Madrid einen Vertrag gehabt, 3 Jahre. Jetzt werden wir auch wieder erneuern, den Vertrag. Wir hatten mit der MotoGP, mit der Donna, einen Vertrag. Wir haben für die MotoGP exklusiv Karten hergestellt. Und unsere erfolgreichste jemals verkaufte Karte, ich weiß nicht, ob sie da jetzt gerade habe oder in meinem Tresor, kann ich mal zeigen. Nein, ist leider nicht da. Das ist tatsächlich die Papst Johannes Paul II. Und da haben wir einen Exklusivvertrag gehabt mit der katholischen Kirche in Polen mit der Genehmigung vom Vatikan. Und das ist übrigens der einzige Staat, wo wir noch keine Affiliate haben, leider. Okay, aber wir hatten einen Vertrag mit denen, ja. Und diese Karte hat sich über 220.000 Mal weltweit verkauft. Also unglaublich. Und jetzt sind wir gerade nochmal an einer Neuauflage dieser Karte. Und ist einer unserer erfolgreichsten Goldkarten, die wir als Branding verkauft haben. Okay. Und ihr könnt euch auch da sicher sein. Also Real Madrid habe ich selber die Verhandlungen geführt, weil es kam über einen Geschäftspartner von mir. Und ich bin 4-mal darunter geflogen und die haben uns wirklich geprüft. MotoGP genauso. Die prüfen natürlich ihre Partner. Und auch da müsste man sich manchmal fragen, ob einige Sachen, die im Internet kursieren, tatsächlich vielleicht so stimmen könnten. Und wenn nicht, macht man sich mit eigenem Auge mal ein Bild. Ja, also ihr seid alle aus Deutschland. Ich denke, ein Schwabeländle, da ist man gleich mal gefahren. Ne? Da kann man auch mal Moment, Juan, ein wunderbarer Moment. Juli 2018, plant euch schon mal ein, genaue Daten bekommt ihr, denn Karatbars hat 2 hervorragende exklusive Seminarräume, die wir dort nutzen dürfen. Und ich werde persönlich aus Spanien dorthin geflogen kommen, dass wir uns wieder alle zusammen dort treffen, Juan, auch lecker ja. Essen. Im Hotel schlafen, was gleich gegenüber ist, Parkplätze, alles vorhanden und dort können wir uns dann gesammelt, auch die Partner Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer sie herkommen mögen, werden wir damit einladen. Anna-Maria fragt, von Karat P kommt eine E-Mail, jetzt geht es ein bisschen in die Arbeit, von Karat P kommt keine E-Mail zum Bestätigen. Wird das zeitlich noch hinhauen bis morgen früh um 6 Uhr? Ja, normal müsste die E-Mail gleich kommen. Wir haben ein kleines Problem damit, haben wir heute schon mehrfach versucht oder mehrfach gehabt. Jetzt kommt es auf deinen E-Mail-Provider an. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben einige E-Mail-Provider, wie jetzt zum Beispiel Yahoo, Live oder Hotmail. Hotmail ist auch ganz schlimm. Die solche Mails sofort als Spam einstufen
und die gar nicht durchlassen, auch nicht in euren Spam-Ordner. Also wichtig ist, dass ihr in euer Adressbuch geht und ich weiß nicht, hast du gerade diese E-Mail zur Hand, Andreas, die du vielleicht dann hier im Chat posten könntest? Du meinst die E-Mail, genau, ich stelle ihn halt gleich mal rein, die E-Mail genau. Und auch den Link dementsprechend. Ne? Ganz genau, also sollte die E-Mail nicht reinkommen, dann geht bitte in euren E-Mail-Account, geht dort aufs Adressbuch und fügt die E-Mail-Adresse, die euch hier gleich Andreas teilen wird, als genehmigte Adresse mit hinzu und dann registriert euch nochmal über diesen Link, den Andreas hier gleich posten wird. Und dann sollte es funktionieren. Tipp von mir ist auch immer, das ist ein Tipp, den ich immer generell gebe, wenn ihr irgendwelche Käufe oder Bestätigungen, wenn ihr schon mehrfach am Tag probiert habt, dann merken sich diese bösen Cookies, wir haben schon alle davon gehört, Cookies, die merken sich das, wenn du jetzt schon 3-4 Mal versucht hast einzuloggen. Deswegen ist auch ganz wichtig, löscht euren Browserverlauf. Löscht den mal raus, am besten den Computer auch nochmal runterfahren und nochmal neu starten, nachdem ihr den Tagesverlauf gelöscht habt oder vielleicht auch mal die ganzen Historie gelöscht haben, Cookies löschen, Browserdaten löschen, das ist nämlich ganz wichtig, die haben einen Memory-Effekt und viele Seiten arbeiten damit und dann erkennt ihr halt mal schon wieder Anmeldeversuch, und dann geht es nicht. Mario fragt, zu wie viel Prozent wird zurückverkauft? Er meint bestimmt zurückgekauft. Ja, seht ihr immer den Preisen, aktuellen Preisen im Backoffice. Das heißt, der variiert, ne? Ja, aber der variiert mit der Preissteigerung. Ja, also geht er hoch, ist der Rückkaufspreis höher, geht er runter, ist der Rückkaufspreis niedriger. Passiert ihr immer tagesaktuell im Backoffice. Super, kurze Frage. Sind die Token als Coin zu verstehen? Die sind jetzt ein Coin. Der Name, also er irritiert Token, Coin, was ist es nun? Token ist immer in der Pre-Launch-Phase. Aber der ICO ist fertig. Der ICO ist ja schon ein paar Tage fertig. Wir sind gelistet an den ersten Exchange und damit ist ein Coin. Tokens gibt es keine mehr. Super. Edelbert fragt nochmal. Ein Token ist ja immer das Versprechen zum Coin. Mhm. Super. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Wir müssen jetzt warten, wann es wieder läuft. Ab wann ist der Kauf wieder möglich? Die Seite ist seit Stunden nicht erreichbar. Müsste eigentlich funktionieren. Die sind dran. Ich verstehe es nicht. Auch da vielleicht mal Browser löschen, ja, mal runterfahren den Computer und einfach mal probieren. Ich sage ja, es findet im Moment eine Überlastung statt. Der Countdown läuft. Denkt dran, wir haben riesige, riesige Communities in Amerika und Kanada, die jetzt natürlich den Coin kaufen. Die durften auch nicht, ihr müsst ja alle wissen, die durften nicht am Bonussystem teilnehmen, weil die haben ganz blöde Gesetze. Selbst wenn du, also ich sage euch mal ein Beispiel, sobald du dort Bonus bekommst, dann musst du die 100% versteuern, egal welcher Art. Kann ich euch mal ein Beispiel sagen, wir wollten in Las Vegas eine kleine Tombola machen, ging nicht. Das Steuerungsgesetz erlaubt das nicht, man muss das natürlich, diese Tombola-Gewinne müssen versteuert werden, blöd. Ja, aber so sind manche Gesetze in manchen Ländern und deswegen sind die jetzt alle wie wild, die haben jetzt 3 Tage, im Prinzip 2 oder 4 Tage Zeit gehabt, ihre Cash Goals umzutauschen und jetzt ist natürlich klar, dass eine Überlastung im Moment stattfindet. So, da oben. Den Unterschied zwischen Costumer und Affiliate, Kunde und Partner, ganz kurz. Edelgard, man sagte mir, es wird seit 18 daran gearbeitet. Thorsten, ich muss mich noch als Affiliate bei Karatbank registrieren. Ist das wurscht, ob Costumer oder Affiliate, ist so die Frage jetzt, um wahrscheinlich die Coins zu bekommen auch? Ja, natürlich ist es besser, jetzt mit dem Affiliate-System das zu machen. Auf jeden Fall, ist kostenfrei. Kostenfrei und vor allen Dingen, wenn du übers Affiliate-System, das ist ganz wichtig, jetzt noch Cashgold erwirbst und mit Karat Pay nachher bezahlst, bekommst du nochmal 120 Token pro 0,1 Gramm gratis, Geschenktoken. Also Coins in dem Sinn, ja. Super. Mario, wie und wo kann man jetzt kaufen? Kannst du bitte hier deine Message nochmal kurz trennen? Also das erste support@karatpay.net, das ist die E-Mail-Adresse, die ihr anfügen müsst. Andreas hat es gerade gepostet. Trenne es ein bisschen, weil es fast alles so gleich aus. Und dann mit dem folgenden Link einfach dann die Registrierung nochmal versuchen. Wir reden von Karatpay. Bitte nicht verwechseln. Es betrifft Karatpay. Wie und wo kann man kaufen? Juan wurde gefragt.
Ja, wenn ihr jetzt auf die Karat Gold.io-Seite geht, da seht ihr schon die Exchanges, wo wir gelistet sind, oder ihr registriert euch dort und kauft mit Bitcoin, Ethereum oder Karat Pay. So, Max, ich Umsatz, okay. Wollte heute Coins kaufen, konnte aber nicht, da ich im Moment keinen Ausweis habe. Kann ich heute irgendwie heute noch die Dokumente freigeschaltet bekommen? Ich bin noch da. Also da wendet euch an Andreas, der Genau. weiß Also, wie. über Skype schickt ihr oder WhatsApp mir euren Usernamen. Ladet bitte, vielleicht sagen wir mal kurz, was für Dokumenten sehr wichtig, also Führerschein, Pass oder Personalausweis und dann eine vernünftige Rechnung, da geht es um den Adressnachweis und das sollte nicht die saubere digitale PDF sein, sondern Johann sagt immer was dazu, nee, geht da gar nicht, nee. Also ich möchte einfach ganz kurz sagen, wir haben natürlich, sind wir verpflichtet, KYC-Dokumente zu haben. KYC, könnt ihr Und was nachlesen, also macht ihr das, K, dieser? ich kann es mal kurz hier in den Chat schreiben, KYC, so nennt sich das, jetzt könnt ihr auch mal, ich finde es ungewohnt, dass da Karat Pass GmbH steht, aber okay, also KYC bedeutet Know Your Customer, das heißt, kenne deinen Kunden. Es ist Pflicht, wir unterliegen dem Geldwäschegesetz, wir müssen Nachweise erfüllen, dass wir niemandem verhelfen zur Geldwäsche. Das ist so mit Gold und deshalb sind wir verpflichtet, KYCs zu verlangen. Übrigens, auch Cryptocurrency Exchanges verlangen dies. Die verlangen das von euch auch. Ihr müsst da auch ein Dokument hochladen, Ausweisdokument, das ist extra eingeführt worden, vor kurzem erst, weil früher war das alles ohne Dokumente. Jetzt müssen auch die das verlangen. Und das habe ich ja schon immer gesagt, weil ich gesagt habe, wie kann das funktionieren? Denn man könnte ja darüber Geld waschen und über das Geldwäschegesetz kommt halt keiner drum rum. Und wir hatten auch in der Vergangenheit solche Fälle, das kann ich euch sagen. Wir hatten Täuschungsversuche, Fälschungsversuche von den Ausweisdokumenten etc. Deswegen mein Tipp an euch alle ist immer, legt eure Dokumente auf den Küchentisch. Das ist immer seriös und einsehbar. Geht kurz rein mit dem Tablet, loggt euch ein bei Karatbars, macht ein kurzes Foto oder macht ein Foto, schickt es euch dann an den PC und ladet dieses Foto als KYC-Dokumente hoch. Ein schönes, klares Foto von einem Personalausweis sollte natürlich nicht abgelaufen sein. Es muss eine Rechnung noch mit angefügt werden, nicht älter als 6 Monate, damit der Adressnachweis gegeben ist. Ja, 6 Monate alt Maximum. Und es sollte kein Online-Bill sein. Ja, also bitte nehmt die ganz normale Telefonrechnung, Wasserabrechnung oder sonst was, Gasrechnung. Ihr könnt auch einen Bankaccount hinterlegen, also Kontoauszug könnt ihr natürlich ein bisschen verdecken, auch ganz klar. Macht, was da auf dem Konto ist, interessiert nicht. Es geht einfach um den Adressnachweis. Okay. Und wie gesagt, macht es am besten nicht über Scan, macht es am besten nicht über PDF. Einfach kurzes Foto schießen, zack, hochladen und dann sieht man auch, das ist ein ehrliches Dokument. Super. Hier hat jemand gefragt, der hat zwei Accounts. Was kann er am besten tun, weil seine Dokumente werden einfach nicht geben? Ja, da kann ich leider heute Nacht nicht mehr helfen. Das muss bei Stuttgart gehandelt werden. Wenn du zwei Accounts hast, ist natürlich nicht gut. Es ist nur ein Account erlaubt pro Person. Vielleicht weiß ich nicht, wo es herkommt, hast dich mal früher mit jemand registriert und möchtest jetzt mit Andreas sein, dann muss eben, das, da bin ich halt um Geduld, das kann erst ab Mittwoch wieder abgehandelt werden. Entschuldigung, bitte. Richie schreibt, wieso keine Telefonrechnung? Doch, Telefonrechnung auch, Doch, ne? Telefonrechnung geht, na klar, Telekom, alles was du hast, aber bitte kein Online-Bill. Aber er hat recht, er schreibt gerade, ich habe gar nichts mehr, und das habe ich oft gehört, gar nichts mehr in physischer Art und Weise und Form. Deswegen einfach ausdrucken, naja, doch, ein Druck hat doch auch fast jeder. Ausdrucken, hinlegen und fotografieren. Das ist einfach, du hast es ja gerade erklärt, vorhin, warum. Das möchte ich hier jetzt nicht unterstützen im öffentlichen Webinar. Nein, ganz klar, ich weiß schon, nein, das ist ganz, wir wissen, wovon wir sprechen. Juan, kann ich dich diese Woche in der Firma in Stuttgart, meint er, besuchen? Ich habe viele spanische Freunde, unter anderem die Gomez Großfamilie, Mario plus Papa Pepe, will als Affiliate bei euch durchstarten. Ja, kannst du machen. Ich bin da. Also ich bin ab Mittwoch da natürlich. Ich habe Termine ein bisschen auch am Donnerstag. Sag mir einfach, wann du kommen möchtest. Einfach, wann du kommen möchtest, circa.
Und vielleicht kann Adrian. Kann er gerne mit mir, ich kenne Bernhard sehr gut, können wir ja, abklären, ja. Und dann stimme ich mit dir den Termin Andreas, ab. Ne? Ja, genau, Andreas, dass du den Termin mit ihm abstimmst. Adrian, sage ich jetzt auch schon. Also ich merke, es war ein langer Tag heute, ja. Schon. Okay, okay. Aber ich finde, wir sind super in der Zeit. Mit einer Stunde 15 Minuten eine Menge Stoff geschafft. Und ich glaube, dass die meisten ein Gefühl bekommen haben. Das war mir persönlich ja auch am wichtigsten. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, als ich live in der Firma war, was wir heute online hier insgesamt machen. Aber trotzdem ist es schön, diese Art und Weise erst einmal zum Kennenlernen zu nutzen. Ja, und du wisst hier, Stuttgart geht vor allem mal auf Home, aufs Impressum, Support in mehreren Öffnungszeiten. Ruft doch mal an, stellt eine Frage, dann seht ihr, das ist live, da sind Menschen dahinter, Angestellte. Wow. Ja, also wir haben ja auf der ganzen Welt verteilt verschiedene Supportbüros. Unser Hauptbüro ist in Dubai, wird aber alles von Stuttgart aus gemanagt. Also in Stuttgart sitzen die Köpfe und leiten diese Supportbüros, die man eben in Slowenien, in Dubai, in Thailand und in Las Vegas sitzen sogar welche, die Support machen. Also überall verteilt. Jetzt kommt eben Singapur mit dazu, Belize kommt noch mit dazu, etc. Also so viele Dinge, die gerade im Aufbau sind. Deswegen haben wir diesen ICO gemacht, damit wir unsere drei Hauptprodukte finanzieren können. Deswegen macht man auch ein ICO. Und ich denke, mal andersrum. Wem ist noch nicht richtig klar, was ist ein ICO? Frag mal das so in den Raum rein und dann kann ich das vielleicht... Ja oder nein, einfach rein. Ja. Ich weiß, was ein ICO ist. Nein, ich weiß nicht, was ein ICO ist. Ich sag mal, nein, ich weiß nicht, was ein ICO ist. Ich habe es ja zwar kennengelernt, aber ich war völlig ohne irgendwelches Wissen zum Coin, zum Blockchain. Ein bisschen habe ich davon erfahren. Aber Juan, du hast auch, habe ich gar nicht gewusst, dass du den Bitcoin auch so weit immer weggeschoben hast. Ja, ich auch. Immer. Wir waren ja total klar, weil wir lieben Gold. Ne? Bei uns gibt es nur eins, we trust in Gold. Okay. Also, eine Menge Nines kam rein, Crowdfunding-Unterstützung kam einmal rein. Da sind wir schon mal im richtigen Weg, Crowdfunding. Also, ich werde es kurz aufklären. Ich fange mal an mit einem IPO. Also IPO, das nennt sich, Englisch nennt sich Initial Public Offering und bedeutet nichts weiter als Börsengang. Börsengang, wenn eine Firma an die Börse geht. Das nennt sich Initial Public Offering. So, du hast heute eine Idee, du hast eine Firma, jetzt hast du kein Geld, um dein Projekt zu finanzieren, jetzt kannst du eins machen, du gehst erstmal auf die Bank und willst einen Kredit. So ist der normale Weg. Jetzt nochmal, ihr seid gefragt, ja oder nein? Ja, immer so, ja, oder schick mal Däumchen runter oder rauf. Also, ja, genau. Projekt muss finanziert werden. Okay. Also, jetzt wissen wir ja heute, die Banken geben dir sofort mit offenen Armen Kredite. In der Zeit leben wir heute, ne? Die geben dir sofort einen Kredit für dein Projekt. Sofort. Ist das so oder ist das nicht so? Könnt ihr euch einen Daumen nach unten, weil ich glaube, es ist sehr schwierig, momentan Geld zu erwollen. Kennt ihr alles schon, wisst ihr alles schon, brauche ich ja nicht erklären. So, was ist passiert? Die Internetgemeinde hat irgendwann mal das Crowdfunding erfunden. Es hat angefangen mit Künstler, Stars und Artisten. Und die haben das Crowdfunding halt dann über Internet gemacht und gesagt, ich habe eine Idee, wenn ihr mich jetzt hier finanziert mit einer Spende, so hat es angefangen, mit einer Spende, dann werde ich euch mein Produkt vergünstigt schicken oder ihr bekommt ein Produkt gratis. Haben wir das bisher dahin verstanden? Vielleicht ist der ein oder andere auch schon mit Crowdfunding in Berührung gekommen. Einfach mal bestätigen. Jawohl, also kennt ihr auch schon, habt ihr auch schon gehört. So, und weil eben heutzutage die lieben Banken uns ja so toll unterstützen bei unseren Projekten, hat sich natürlich die Internetgemeinde, die Internetwelt, ihre eigene Finanzierungsmöglichkeit gesucht. Und dann kamen die schnell auf die Coins. Und deswegen, das ist auch mit dem Grund, warum wir im Moment schon über 3000 Cryptocurrencies, 3000 Coins haben. Da ist nicht viel darum, dass diese Coins jetzt tatsächlich irgendwas erreichen, sondern nur ein Ziel. Es geht um Kapitalisierung. Das heißt, man hat gesagt, okay, dann machen wir ein ICO, also ICO, nennt sich Initial Coin Offering, also nicht IPO, Public Offering, sondern wir machen jetzt unseren eigenen Börsengang, denn wir sind die Internetgemeinde und wir gründen unsere eigene Börsenwelt. Und die Börsenschauplätze sind diese Exchanges, die wir haben, wie Coinbase, die großen und etc., Yobit, wo wir drauf sind. Das sind alles Exchanges, wo dieser Trade nachher stattfindet. So, ich denke, das ist eine einfache, simple Erklärung und ich denke, so einfach ist, man tut das, um sich zu finanzieren. Okay, man hat eine Idee, in unserem Fall ist CardPay,
Cash Gold natürlich, wir wollen Cash Gold vorantreiben und unsere K-Exchange-Seiten, unser Bezahlsystem, unser Affiliate-System, unser Geschäftspartnersystem weltweit. Das muss natürlich finanziert werden. Und das ist halt der Grund, warum man ICO macht. Die Seite geht. Ihr könnt kaufen. Vollgas. So, dann denke ich mal, es ist Zeit, mich zu verabschieden von euch. Genau wie wir es definiert haben. War, merkst du das, Juan? Ich habe gesagt, wenn wir fertig sind, geht die Seite. Bam. Bam. Und jetzt ist es da. Ich meine, bei so vielen netten Menschen, die wir heute Abend hier im Saal haben, muss ich echt sagen, viel, viel Erfolg euch allen. Ich freue mich von Herzen, dass ihr mit alle dabei seid. Deutschland gehört jetzt euch. Nicht nur Deutschland, Österreich, die Schweiz könnt ihr jetzt richtig Gas geben. Wenn ihr Englisch spricht, wenn ihr Sprachen spricht, wenn ihr aus dem Ausland kommt, scheut euch nicht, geht international. Das habe ich auch gemacht. Am Anfang kostet natürlich viel Energie, aber es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus. Und ich denke, mit Andreas habt ihr und den Tommy natürlich nochmal im Hintergrund auch zwei erfahrene Leute, was Network Marketing betrifft. Der Tommy hat viel Erfahrung mit Karat Bars auch, sehr erfahren, der euch immer wieder unterstützt. Ich bin gerne bei euch zu unterstützen. Ich klinge mich immer wieder gerne auf eure Webinare ein. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen noch habt, wenn ich ja noch was für euch tun kann, schickt sie Andreas. Der spricht mich immer an, 24 Stunden am Tag. Die Antwort ist natürlich nicht 24 Stunden am Tag, aber spätestens am nächsten Tag sehe ich es dann. Und dann kann ich da natürlich auch immer wieder helfen. So, von ganzem Herzen, ich wünsche euch alle viel Erfolg und denkt immer bitte dran, wenn ich es geschafft habe, könnt ihr es 10-mal schaffen. Wäre ein super Schlusssatz, Juan. Eine Frage ist noch, die dort wünscht ganz schnell eine ganz nette Dame. Die Frage vom Rainer, du hast es beantwortet schon, vielleicht ist er erst dazugekommen. Ich habe es geschafft, reinzukommen, da steht aber 7 Cent. Wie kriege ich den nun für 1 Cent? In dem, Achtung, aufgepasst. Super. Juan wird uns gleich verlassen. Ich habe etwas euch, gleich noch, Juan, ich habe etwas euch mitzuteilen. Ich werde in diesem Raum bleiben, so lange, bis ich euch zufriedengestellt habe. Ihr könnt gemeinsam mit mir, weil wir können es gleichzeitig, ich muss dazu dann erfragen, wer ist wie was, so kann ich vielleicht 10 Leute auf einmal, die ganz frisch sich registrieren wollen, durch den Prozess durchführen und die schon dabei sind, können dazu lernen und wir gehen es gemeinsam durch. Juan, du hast zu tun, ich weiß es. Großes Dankeschön. Die anderen vielleicht nochmal einen Applaus für Juan und dann kann sich der Juan hier gerne ausklinken und ich bleibe für euch dabei. Dankeschön euch alle und ich spreche wirklich vom Herzen. Wir sind nochmal, ich will es kurz wiederholen. In dieser Industrie kommst du mit Egoismus nicht weiter. Wir sind ein People Helping People Business. Und ich möchte das wirklich gern nochmal wiederholen. Und es geht nur, ich sage es immer wieder, es geht nicht um Kompetenzgerangel, es geht nicht um Konkurrenzdenken, da seid ihr hier völlig falsch, vergisst es. Hier seid ihr erfolgreich, wenn ihr anderen hilft, erfolgreich zu werden. Und ihr seid noch stolzer, wenn die erfolgreicher wie ihr werdet, denn auch das ist möglich. Das ist möglich und das werdet ihr sehen in den nächsten Monaten, wenn eure Gruppe wächst, wenn der Erfolg sich einstellt. Unsere Industrie ist powerful, unsere Geschichte ist powerful, wir schreiben in Geschichte. Ich bin froh, dass ihr Part davon sein könnt und wir sehen uns on the top. Dankeschön. Ich sende dir jetzt die Usernamen zu, die noch reinkommen. Ihr sorgt für den Support dafür, die freizuschalten. Ja, danke. Du gibst mir jetzt eine Stunde, weil ich gehe jetzt kurz außer Haus, ich habe noch nichts gegessen und dann bin ich online in dem verabredeten Chat und dann machen wir alles fertig, was ihr noch braucht. Okay. Alles klar. Guten Appetit. Geht's noch. Ciao, ciao, ciao. Dankeschön.